Damit hallöchen und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Red Dead Unchained Roleplay. Wir sind hier. Wir haben heute den Tag ein bisschen gesammelt, Sachen und so, aber sind nicht großartig weit vorangekommen. Und jetzt gehen wir nach Strawberry und fragen mal den Schreiner, ob es eventuell, wie man denn ein Lager bauen kann und so. Wo willst du denn immer hin? Oh, Henry! Oh Gott! Du scheiß Vollidiot! Ich dachte, ihr wärst, was ist nur der Stall? Hör auf zu denken, Mann. Du Idiot! Sag mal, bist du bescheuert oder was? Verdammt, tut mir leid, mein Kind. Du bist so ein Idiot! Du kannst gar nichts! Oh. Ach, verdammt, tut mir leid, Mann. Komm mal runter. Oh Gott. So, Rachel, toll, jetzt bist du komplett kaputt. Weißt du, aber vielleicht mal auf den nachfolgenden Verkehr achten und nicht einfach anhalten. Ja, das stimmt, tut mir so leid. Einfach vor die vorne verreiten, fertig, scheißegal, was nach mir kommt, nach mir die Schindflut. So, wo waren wir jetzt? Ach, jetzt tut mir wieder die Schulter weh die ganze Zeit. Tut mir leid, Mann. So, hier unten kannst du dein Paket abgeben. Ja. So, ich habe ein Paket für Sie. 1,23 Dollar, naja. Dann kannst du mir gleich 75 Pennies geben für das Pferdefutter, was ich jetzt verbraucht habe. Warum? Was warum? Weil du mir vor die Karre geritten bist. Dann habe ich ja wieder nichts mehr. Ja, verdammt, merkst du was? Scheiße. Dann pass mal auf. Weißt du was, dann fragst du jetzt aber. Okay. Ich geh mir mal was Scheiße holen. Ja. Also wie man ein Zelt baut, wie man ein Feuer macht. Okay. Das ganze Zeug. Ja. Was man dazu braucht. Was man braucht und so. So ein Idiot. Ein bisschen waschen. Ein bisschen trinken. Was essen? Hola. Tag. Naken. Schillst du jetzt hier oder was? Guck mal in den Katalog, der hier liegt. Katalog? Hier liegt ein Katalog auf. Ach was, hört auf. Guck da mal rein. Truhe. Betten. Zelte. Und dann?
Dann siehst du da ganz viele Sachen. Ja, ich weiß. Und was sagt er dann? Dann kannst du sagen, hier, den möchte ich kaufen, oder was? Ja, wahrscheinlich. Ich habe mir das jetzt mal durchgeguckt und wenn ich fertig bin, meint er, soll ich nach vorne kommen. Sammler. Oh, der Sammlerzelt, das Händler. Wir brauchen so ein großes, oder? Ja, das wäre schon cool. Großes Stoffzelt, guck mal das. Großes Stoffzelt? Oh ja, das sieht gut aus, ja. Oder? Ja. Das ist gut, sieh. Mhm. Das sieht toll aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Truhe. Rustikale Truhe. Kiste. So Sachen sind praktisch, da können wir Sachen unterbringen. Ja. Bett wäre auch gut, natürlich Holzbett. Aber da wäre, okay. Da würde vielleicht so ein Dings reichen, ein Schlafsack oder sowas. Ja, für den Anfang. Die könnten wir unter das Zelt stellen und so. Pferdepflock hat's auch. Ah, tatsächlich. Lagerfeuer, ja, aha. Ja. Super. Also, sollen wir mal zu ihm gehen? Ja, genau. Gehen okay, mal komm. Ihm. Geh vor. War der nett, oder was? Ja, doch, war schon nett. Ja gut, komm, geh. Ich komm dir hinterher. Aber sieht super aus. Ja. So, auf dein Bild. Ja. So. Hola. Einen guten Abend. Also das sieht ja echt gut aus, was ihr da im Katalog habt. Ja, ist eine tolle Sache. Das freut mich zu hören. Was kann ich denn Ihnen da aufschreiben mit der Bestellung? Was brauchen wir denn alles, Curtis? Tja, hör mir auf. Was kostet das alles, ist die Frage. Ja, das stimmt auch. Das können wir nachher feststellen, wenn wir die Liste ausgefüllt haben. Das kann ich Ihnen dann am Schluss sagen. Scheiße, dann sollten wir kurz mal durchgucken und aufschreiben, oder? Ja. Henry, okay, dann brauchen wir noch kurz eine Minute. Okay. Okay. Alles klar, dankeschön. Gut, dann gehen wir mal kurz dahin, oder? Ja. Achso, dass der gleich so was machen will, Busse. Oh, scheiße, jetzt mit der Brett. Oh, Vorsicht. Ups. Okay, dann guck ich rein und du schreibst auf, oder? Warte. Ich würde auch nochmal mit durchgucken. Okay, na ja, gut. Großes Zelt ist halt schon cool, aber wird am Anfang sehr teuer sein wahrscheinlich. Ja, bestimmt. Deswegen würde wahrscheinlich erstmal so eine Windfang. Windfangzelt Nummer 1. Was so zu ist. Ja, stimmt. Oder? Ja, das könnte reichen für den Anfang. Ich weiß nicht, ob man leere Häuser beanspruchen kann. Ja, dann schreib das mal so, auf. Also, wie heißt das? Windfang? Windfangzelt Nummer 1. Okay, uno momento. So, dann mache ich da mal Wohnungsbau. genau, Wohnungsbau, Zelt ja. Ist dann was? Windfangzelt Nummer 1. Windfangzelt Nummer 1, okay. Genau, was brauchen wir noch? Betten, oder? Sie? Da reicht ja so ein Schlafsack. Ja, Schlafsack. Okay, warte. Okay. Betten ist Schlafsack. Ja. Zweimal. Brauchen wir einen Pferdeflock? Ja, wäre schon gut, oder? Ja. Was für eine? Was? Da gibt's mehrere. Da gibt's ja, große. Ja, nimm mal einen so mittleren, wo man halt vielleicht ja. Zwei Pferde reinkriegt. Ja, dann schreib mal auf Pferdepflock Mittel. Pferdepflock Mittel. Ja, sieh. Dann Truhe. Ja. Da reicht ja so eine Holzkiste eigentlich, oder? Holzkiste. Ja, rustikale Holzkiste. Ah, die rustikale? Ja. Sie. Was kommt dann? Lagerfeuer? Lagerfeuer, genau. Das wird teuer. Oh ja, da würde ich sagen, Lagerfeuer. Ja, mach mal Lagerfeuer Nummer 1. Sie, was dann? Beleuchtung? Da muss ich auch kurz gucken, was gibt's da? Ja, Fackeln, Lampen. Ja, scheiß drauf, oder? Brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Hatte ich schon auch mal. Beleuchtung hat so Zeug. Ja, brauchen wir erstmal nicht.
Ja. Brauchen wir Tische? Ja, oder? Bänke ist relativ egal. Wir können da in den Schnee sitzen. Ja, stimmt. Ein Tisch, ja, wäre halt gut, aber ich würde sagen, erstmal die wichtigste. Ja. Yeah. Sache. Ich glaube, das haben wir sowas mal, oder? Sie. Was für Destille? Kann man eigene Schnaps brennen, oder was? So wie es aussieht schon, ja. Ist das überhaupt legal? Das ist die andere Frage. Okay, haben wir, oder? Gut, dann gehen wir mal zu ihm, oder? Sie. Ui. Ich sag dir so $250. Aua. Also du zuerst. Ja, das wird jetzt, okay. Das werden wir uns nicht leisten können. Warum Platzprobleme oder was? So. Was sind wir wieder? Ja, Moment, kurz. Kein Problem. Oder passt in Schnee. Also zwei weiße Schlafsäcke. Sie. Gut, ja. Okay, dann haben wir einen Mittelpferdeflock. Ja. Eine rustikale Holzkiste. Und ein stinknormales Lagerfeuer. Okay, normales Feuerstelle meinen Sie, ja? Bitte? Eine Feuerstelle meinten Sie? Ja, Sie. Gut, ja. Hola. Okay, guten Abend. Ja. Hallo. Also das würde 29 machen. $29? Ja. Oh, das hätte ich mir deutlich teurer vorgestellt, Henry. Okay, alles ich klar. Auch, ja. Dann wissen wir da erstmal Bescheid, dann würden wir später mal auf Sie zurückkommen, auf jeden Fall. Okay, machen wir das so, ja. Top, gut. Vielen Dank und einen okay. Schönen Abend noch. Alles klar, ja, schönen Abend. Adios. Ciao. Super. So. Also ich hätte jetzt viel mehr, gedacht. Dachte ich auch. Wow, das ist aber gut. So, was machen wir jetzt mit der Axt? Ja, ausprobieren. Lass doch mal in den Schnee rein und gucken, ob wir unser Lager bauen. Hier, geh mal da hoch, ja, dann hört's mal auf zu regnen. Ha, sind Häuser. Ja. Würde das Sinn machen, bei dem Spiel eine Minimap einzufügen? Ah, ist sogar ein Schluss. Bei dem Spiel gibt's eine Minimap, aber die hat man mit Absicht rausgemacht, damit man halt auf die Map guckt und die Map benutzt. Was ist denn hier los? Henry? Da ist ein Feuer. Bind mal hier dein Pferd denn. So. Wie hast du das gemacht? Was? Du nimmst einen Pflock? Ja, ein Pflock? Warte mal. Da ist kein Pflock. Was denn? Du musst ein Stück Holz nehmen in die Hand, ein Ast, und dann musst du festmachen. Ach so, okay. Na gut. Ja, super. Egal. Ja, egal. Wird schon keine klauen. Irgendwer ist hier. Da ist ein Feuer. Das sind zwei Feuer. Das sind auch Wägen. Weißt du, was jetzt super wäre? Ja. Wenn hier jetzt ein Banditenlager ist. Das könnte echt sein. So abgelegen, wie das hier ist. Das glüht auch noch. Ja. Und da werden doch hier Spuren im Schnee. Ja, das sollte man noch sehen. Weil geschneit hat es ja nicht, so wie es aussieht. Oh, scheiße. Das Zelt. Das ist ein Zelt. Oh, verdammt. Ist das da ein Stein neben dem Wagen oder was liegt da? Ich weiß es nicht. Sieht aber so aus, als würde jemand wohnen. Das ist genau so ein Zelt, was wir kaufen können im Katalog. Dann wohnt hier noch so eins. Tatsächlich, dann wohnt hier oben jemand. Oh, ist das schön warm. Oh, ja, das ist echt schön. Super.
wir müssen aufpassen. Ja. Wir versuchen in so ein Haus zu kommen. Ja. Toll. Henry? Henry? Henry! Got it? Nicht einfach weglaufen. Du musst zusammenbleiben. Okay. Komm mal her. Boah, ist das dunkel hier drin auf einmal. Ja, ja, pass auf. Ich hab noch was viel krasseres. Deine Augen haben sich jetzt an die Dunkelheit gewöhnt. Jetzt ja. Guck mal da raus. Boah, ist das hell. Jetzt geh mal raus, komm. Oh. Komm, geh raus, mit einmal. Oh, ist das hell! Uiuiui! Henry, warst du da gerade drin? Ja. Okay. Wir haben nur ein kleines Problem. Und zwar? Wenn hier keine Spuren sind, da waren die schon hier eine Weile nicht mehr. Das stimmt. Das heißt, sie werden bestimmt bald wiederkommen. Ja. Das heißt, wir sollten hier weg eventuell. Ja. Wir wissen nicht, was das für Leute sind. Eben, weil ohne Waffe können wir uns da nicht verteidigen. Da ist ein Coyote auf dem Dach! Wie kommt der denn da hoch? Keine Ahnung. Weißt du was, wir nehmen die Pferde und reiten noch weiter hoch. Okay. Komm. Und dann auf dem Rückweg, schade, dann ist hier echt schon jemand. Mist. DDD, ja, was meinst du? Was meinst du? Oh, 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 keine Ohr! Ist keine gute Idee. Komm schon! Oh! Oh, 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 oh! Die ist mir! Oh, aua! Henry! 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 Scheiße, Mann! Gottes, weißt du was? Ich glaube, mein Pferd ist tot. Was? Braun! Ey! Ey, Kumpel! Aua! Komm schon, verlass mich nicht, Mann! Komm, ich mach das nicht! Braun, komm schon, wach auf! Braun? Braun, bist du tot? Nein, komm schon, tu das nicht! Oh nein, es ist tot. Verdammte Scheiß, was haben wir hier getan, Kurz? Das war die beste Idee, hier hochzureiten. Dann. Scheiße, Mann. Der war noch so jung. Ja. Henry, alles gut. Soll ich dich kurz alleine lassen mit ihm? Ja, bitte. Okay. Oh. Dann. Oh, Dios mio. Scheiße.
Alles gut, Mann? Ach, scheiße, Mann. Hilfe. Komm hoch. Ach, Mann. Und jetzt? Was sind wir mal Arsch? Mein Pferd, Mann, scheiße. Ich weiß, dass ich hart, Mann. Sind richtig und dünn gegangen, Mann, mein Pferd. Scheiße, Mann. Weißt du was? Scheiß auf Schnee. Und ich glaube, wir müssen in den normalen Gebieten bleiben mit uns im Lager. Ja. Meinst du nicht? Wenn das beim ersten Ritt hier hoch schon in die Hose geht. Oh Mann. Weißt du was wir kaufen? Was denn? Ich kaufe dir ein Lasso und dann fangen wir dir ein Pferd. Oh, das wäre echt geil, Mann. Ey, es tut mir so leid, wirklich. Du kannst da nichts dafür machen. Doch, Mann, weil ich gesagt habe, wir reiten da hoch, ich Idiot. Scheiße, es tut mir so leid. Dann okay, Mann. Guck mal, unsere Spuren sind schon fast wieder zugeschneit und zugeweht. Ja. Das Problem ist bloß, dass wir nicht alleine gekommen sind eigentlich. So, und jetzt noch abrutschen und wir bei der sterben auch noch. Bitte nicht, Mann. Ich hab mein ganzes Leben noch vor mir. Ein Tod reicht. Ja, und das deine Eltern. Ja. Oh, da wollte ich dich jetzt nicht auch noch dran erinnern. Oh, es ist so scheiße kalt hier oben. Super, jetzt können wir direkt zu den Sheriffs zurückgehen nach Strawberry und sagen, war eine tolle Idee. Wir sind jetzt mit einem Pferd weniger wiedergekommen. Ja, sehr gute Idee. Scheiße, das war so eine dumme Idee von uns. Ja. So was, wir gehen jetzt kurz noch zu unserer Hütte. Was ich mich noch frage, wenn wir die ganzen Sachen kaufen bei ihm. Ja. Wie sollen wir das denn transportieren? Ja. Ich sehe, das ist genau mein Problem. Ich habe keine Ahnung. Als ob die Hütte jemand beansprucht, oder? Das würde bestimmt niemand machen. Okay, ich steig mal ab. Oh.
Scheiße. So eine Scheiße. Ich bin so ein dummer Idiot. Das ist ehrlich meine Schuld. Oh, Scheiße, Mann. Was mir noch einfällt, es ist hier so kalt die ganze Zeit und so. Ja. Yeah. Warum sollten wir uns das eigentlich antun, hier oben zu sein, wenn wir nicht mal irgendwas gemacht haben, dass wir flüchten sollten? Stimmt, hast recht. Wir können uns doch auch einfach in unsere grüne Landschaft einen wunderschönen Ort suchen, oder? Ja, ein bisschen abgelegen vielleicht, ja. Der Anzug? Mein Anzug geht doch nicht kaputt. Ja, der ist doch nicht von der Stange. Ja, ich würde aber trotzdem sagen, wenn ich mit ihm fertig bin, ist der Anzug auf jeden Fall beschädigt. Was wollen Sie denn mit mir machen? Nichts. Ich habe nichts mit Ihnen vor. Ich habe keine Lust auf eine Schlägerei gerade. Aber ich schlag mich doch gar nicht. Ich verteile nur Handkantenschläge. Achso, Handkanten. Ja, dann lassen Sie mal sehen eine. Ich gehe mal ein Stück zurück. Tatz! Super. Ich setze dich schon wieder mit den Leuten an. Tatz, ich soll einen Handkantenschlag zeigen. Oh, bitte. Lass doch die Leute in Ruhe. Ja. Au! Oh, das war super gezeigt, super, toll! Ja, das ist der Handkantenschlag, das war der rechte. Achso, wirklich? Nicht vergessen, direkt vom Stall. Sind Sie in einer Beziehung? Ja, das ist mein Mann. Ist das immer so? Ja, das ist immer so, leider. Schlägt er Sie immer? Oh, packen Sie das Messer weg. Nein, ich hab hier die Kugeln, die muss ich wieder bei dir reinstecken. Nein, das will ich zu. Mit dem Tripper nicht, geh weg. Achso. Das war ja von Klitoris. Ja, von Klitoris. Das muss ich wegschmeißen. Von Klitoris. Ja, super. Was ist hier mit dem Goldentel los? Das ist sein Pony. Aber schön sehen Sie aus, also schönes Outfit. Was, von dem Pony? Nein, von Ihnen. Von mir? Dankeschön. Wo kommen Lassen Sie denn her? Ich muss nicht meinen Mann hören, der ist dann oder wird dann gleich wieder böse. Okay. Sie? Wo kommen Sie her? Saint-Denis? Ja, wir sind heute in Saint-Denis angekommen. Wie meinen Sie? Warten Sie mal kurz. Schatz! Mach den Plan. Ja, ich steck fest. Wie Sie stecken fest? Oh! Oh! Dios mios! Alles in Ordnung? Du scheiß blöder Esel! Das ist ein Pferd. Ja, jetzt ist es ein Esel. Soll ich es abknallen? Mit welchem Gewehr? Du hast doch gar kein Gewehr. Doch, aber ist kaputt. So, jetzt ist hier toller Anzug dreckig. Na, es gibt den jetzt erstmal einen Handkantenschlag. Shit. Oh, Dios. Oha. Passen Sie auf, Sie können sich ernsthaft verletzen. Alles gut? Alles gut, Mann? Dir geht's schon so ein bisschen, oder? Oh shit. Brauchen Sie einen Arzt, oder? Das war voll in die Magengrube. Scheiße. Oh Mann. Machst denn du schon wieder? Ja, ja, komm, beweg dich mal. Das war ein super Handkantenschlag an dem Pferd. Ja. Ey! Au. Komm, wir müssen zum Arzt. So, ja, na dann los. Oh, seh, du kotzt mir auf meinen Mantel. Bist du zum Teufel? Was ist mit denen? So. Russell! Da bist du ja wieder, mein Freund! Ja, was ist? Darf ich nicht drauf? Magst du mich nicht mehr? Weil ich dich abgegeben hab, oder was? Ich hänge irgendwie fest. Hände hoch!
Super. Schau. Und jetzt? Was machen wir jetzt wieder? Lass das haben die keine, ne? Nein. Ach ja, stimmt. Ist ja egal. Wir holen jetzt eine Goldpfanne. Wir müssen jetzt das Risiko eingehen. Ja. Wir holen eine Goldpfanne und dann sollen wir noch kurz Gold suchen, oder? Können wir machen, wenn du willst, ja. Ja, weil ich könnte dann ja meine fast kaputte geben, wenigstens. Ja, ja. Ja, trotzdem. Was brauchen wir trotzdem? Zwei. Ja, eine kaufen und ich hab ja auch noch eine. Ja, ja, aber die ist ja auch bald kaputt. Ja, bald. Aber ich hab kein Geld für zwei. Ja, ich auch nicht. Ja, willst du dann jetzt nochmal 3 Wochen warten, bis wir dann zusammen Gold suchen gehen können, oder was? Scheiße, sie teuer. Hat er eine? Natürlich. Wie viel? Was, wie viel? Kostet die? $3! 3 Dollar? 2,75. Ja, echt teuer. Warte hier. Oh, danke schön. So, dann gehen wir mal dahin. Ja. Zu unserem Fluss runter, oder? Ja. Ey, bleib hier!